Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balkrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Veolier, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Es gibt Menschen, die setzen sich selbstlos für andere Menschen in Not ein. Sie kämpfen dafür, dass die Allerärmsten von der Welt ein würdiges Leben können feiern. Und so eine Frau ist heute bei mir in der Sendung. Es ist Lotti Latrus. Sie hat an der Elfenbeinküste ein Ambulatorium, ein Waisenhaus und auch ein Sterbehospiz gegründet und aufgebaut. Mitten in den Elendsvierteln von Abidjan. Alles nimmt hier vor bald 20 Jahren seinen Anfang. Lotti Latrus Ehemann wird aus geschäftlichen Gründen an die Elfenbeinküste beordert. Von Armut und Krankheit umzingelt, mag Lotti Latrus nicht mit den Damen der weißen Oberschicht am Pool Champagner trinken. Sie will der notleidenden Bevölkerung helfen. Ein eigenes Spital gründen. Wenn wir dann wieder mal ausgehen mussten. Und dann waren wieder diese blöden Frauen da, die mir sagten, sie hätten ihren Fingernagel verloren und so, und was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Und ich sagte, ja, ich bin mit sterbenden Leuten zusammen. Und dann die Reaktion von den Leuten, überhaupt keine Frage mehr, sofort das Thema gewechselt. Die wollten von dem allem nichts wissen, weil das gestört hat. 1999 baut Lotti Latrus ihre erste Krankenstation auf. In ihrem Zentrum der Hoffnung finden über die Jahre tausende Kranke und Ausgestoßene medizinische Hilfe, fachgerechte Behandlung oder auch einen würdigen Platz zum Sterben. Ende 2016 muss das ganze Elendsviertel mit seinen 50.000 Menschen das Gebiet verlassen und einer geplanten Flugplatzerweiterung weichen. So auch das Zentrum der Hoffnung. Wie durch ein Wunder findet Madame Lotti, wie sie hier genannt wird, im nur 25 Kilometer entfernten Grand Bassam ein neues Zuhause. Es vereint auf dem gleichen Grundstück ein Ambulatorium, ein Waisenhaus und ein Sterbehospiz mit 20 Betten. Die örtlichen Spitäler nehmen mittellose AIDS-Kranke nicht auf. Deshalb werden Madame Lotti und ihre Helfer bis zu 10-mal am Tag gerufen, um schwerkranke Menschen ins Zentrum der Hoffnung zu bringen. Oft fehlt diesen bereits die Kraft, alleine auf den Beinen zu stehen. Und in sehr vielen Fällen kommt jede Hilfe zu spät. Lotti Latrus, Sie haben Tränen? Ja. Hat Sie so berührt, das wieder zu sehen? Seit 20 Jahren. So hat es angefangen. So hat es angefangen, gell, Sie? Vor 20 Jahren. Genau. Und dann sage ich immer, wir sind kein Lumpensammler, sondern Menschensammler. Menschensammler? Wenn man die Leute so muss zusammen lesen. In diesen Hütten. Oder? Die haben ja keine Häuser, die haben ja Hütten. Und sind am Boden unten und können nicht mehr aufstehen. Dann können wir es halt einfach zusammenlesen. Mhm. Ich finde es noch schön, dass Sie Tränen haben, weil Sie erleben das 20 Jahre lang. Und trotzdem berührt Sie das eigentlich, ich sage jetzt mal, gleich wie am Anfang. Oder man und kann sich eigentlich. Wenn es nicht mehr so wäre, dann müsste ich gehen. Ja. Wenn es einem nicht mehr so berühren. Aber so ein Schicksal muss einem ja berühren. Das ich meine, man müsste ja einen Stein Sie. Am Platz haben vom Herz, wenn etwas, so etwas einem nicht würde berühren. Mhm. Das war eine ganz junge Frau, die war keine 30, die Frau, die wir dann zusammenlesen. Mhm. Unglaublich. Die AIDS gestorben ist. Eine Mutter, die Kinder hatte. Es ist unvorstellbar. Mhm. Und es ist wirklich, es geht einem sehr unter die Haut, auch die Augen, die man hier sieht. Es vermittelt ganz viel. 20 Jahre lang machen Sie diese Arbeit. Wo steht jetzt das Centre d'Espoir heute? Also heute haben wir es einfacher, in dem Sinn, dass wir 80 Angestellte haben. Mhm. Dass wir in Bassam, wie man es gesehen hat, jetzt die wunderschönen Gebäude sind. Dass auch unser Personal viel, viel bessere
Arbeitsbedingungen hat. Auch unsere Kranken haben klimatisierte Zimmer. Mhm. Es ist ja eine wahnsinnige Hitze in Afrika, oder? Bestimmte Monate, vor allem Februar, März. Es hat Fliegen, es hat Mücken, Malariaträger. Wir können viel mehr Leute helfen. Eben, weil wir nicht nur noch 5 sind, wie ganz am Anfang, sondern 80. Mhm. Wir haben ein sehr gutes Labor, wir haben eine gute Radiologie, wir haben ausgebildetes Personal. Wir können besser, in Anführungszeichen, anders mehr Leute haben. Also es ist eine sichtbare Entwicklung. Wie war das eigentlich damals, eine weisse Frau in einer schwarzen Bevölkerung? Sind Sie angenommen worden von Anfang an? Ja, die Leute haben eigentlich zuerst ein bisschen Misstrauen gehabt, so. Zuerst ein bisschen, nur so ein bisschen komisch geschaut und denkt, was will sie? Ist sie Pfarrerin? Ist sie Evangelistin? Will sie uns bekehren? Oder will sie uns etwas vorbefehlen? Weil es gibt ja leider viele Weisse, die kommen und sagen, ihr müsst das so und so und so und so machen. Mhm. Und dann, wo sie mal gemerkt haben, dass ich selber gehen die Leute auflesen, gehen die Leute in die Arme nehmen, dass mir das wehtut, dass ich das nicht vertragen kann, dass man so im Dreck kann leben kann. Mhm. Dann haben sie gemerkt, dass ich eigentlich nur da bin, um den Leuten ein würdigeres Leben zu geben. Berührungsängste, das haben sie definitiv nicht. Ja. Aber sind sie auch ein bisschen reingewachsen? Weil es ist doch eigentlich ein krasser Unterschied, wenn man von einer Schweiz kommt. Nein, ich habe nie. Ich habe sogar das Bedürfnis, Menschen in meine Arme zu nehmen. Das ist ein Bedürfnis, das ich habe. Ja. Weil es gibt vor allem für die Menschen, die nicht mehr angelangt werden, weil sie AIDS haben, wo die Leute die eigene Familie Angst haben, wo nur noch den Napf Futter, wenn ich so darf sagen, neben sie angestellt wird und so hilft er das selber. Das tut mir weh. Mir hat einmal eine Frau gesagt, als ich sie so gestreichelt habe, hat sie angefangen zu brüllen und dann sage ich, habe ich dir weh da? Dann sagt sie, nein, weißt, ich bin seit 10 Jahren lang nicht mehr berührt worden und das tut mir weh. Haben Sie es auch gerne, wenn wir sie berühren? Ja, ich kann es auch gerne. Sie haben es auch gerne. Schön. Wir werfen jetzt... Ist doch etwas Schönes. Das ist etwas Schönes. Wir dürfen in die Arme nehmen. Etwas ganz Wichtiges auch. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick zurück an die Elfenbeinküste, ins Ambulatorium und auch ins Waisenhaus. Um 7:30 warten bereits die ersten Patienten vor dem Ambulatorium. Ungefähr 200 Personen finden sich hier täglich für eine Konsultation oder wegen einem Notfall ein. Ein Großteil der Patienten leidet an AIDS, Tuberkulose und Hunger. Zwischen 10 und 12 Patienten lassen sich auf Anordnung der Ärzte auf HIV testen. Die Anzahl der Ansteckungen hat merklich abgenommen, aber noch immer sind viele HIV-positiv. Und auch die Unterernährung ist allgegenwärtig. Das Problem der Unterernährung nimmt hier Überhand, weil die Menschen nichts zu essen haben und nicht auf ihre Gesundheit achten können. Die mangelnde Ernährung wirkt sich negativ auf das Hämoglobin aus. Es gibt viel Blutarmut, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern. Das Spital nimmt hauptsächlich AIDS-Patientinnen auf. Madame Lotti begleitet den kleinen Abdullah zu seiner Mutter, die seit 2 Wochen hier untergebracht ist. Es sind die Kleinen, die die Mütter am Leben erhalten. Die Frauen kämpfen der Kinder wegen. Wenn sie nicht da wären, würden die Mütter aufgeben und sterben. Die Mehrheit der Bewohner im Waisenhaus sind Kinder, denen schon bei der Geburt von der Mutter AIDS übertragen wurde. Die Hälfte der Betreuerinnen sind ebenfalls HIV-positiv. Der Junior, der kam mit seinem Vater bei uns an eines Tages und die Mutter ist an AIDS gestorben. Der Vater war nicht AIDS-infiziert und er kam und hat mir erklärt, Madame Lotti, ich kann mich nicht um das Kind kümmern, ich habe keine Zeit. Und er hat gesagt, ich habe von ihm gehört, dass sie AIDS-kranke Kinder aufnehmen, Waisenkinder. Kann ich Junior hier lassen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Für das sind wir ja da. Wenn es geht für sie, kommen sie hier und da mal vorbei. Und er sagte mir auch, er müsste sehr, sehr oft auf Geschäftsreisen. Je me disais, et si la rivière déborde, ils vont se noyer, si la tempête renverse. Alle Kinder teilen dasselbe Schicksal. Es gibt keine Mutter und keinen Vater mehr. Die größeren Kinder sind wie größere Brüder. Sie haben Mitleid mit den Jüngeren und beschützen sie.
Hier ist man eine Familie und die ist unersetzlich. Eine einzig große Familie. Jeden Abend begeben sich die Kinder zur Apotheke, um ihre Medikamente einzunehmen. Ein unerlässliches Ritual, das ihnen erlaubt, am Leben zu bleiben. Das Waisenhaus ist eine Erfolgsgeschichte. In den vergangenen 20 Jahren haben einige hundert Kinder das Zentrum der Hoffnung durchlaufen. Sie wurden alle eingeschult und konnten Berufe erlernen. Einige unter ihnen sind sogar zu ihren Verwandten zurückgekehrt. Frau Latrus, wie hat sich eigentlich der Gesundheitszustand der Bevölkerung in diesen 20 Jahren verändert? Also die Leute, die uns kennen und die zu uns kommen, denen geht es viel, viel, viel besser. Mhm. Weil das sind ja die allerärmsten Leute, die nicht einmal in ein öffentliches Spital können, das kein Geld haben. Weil in diesen Spitalen werden sie nicht aufgenommen, wenn sie nicht zahlen können. Und dann bleiben sie meistens zu Hause oder gehen zu einem Kräutli-Doktor, wo es dann auch nicht besser wird. Und dann kommen sie zu uns, manchmal zu spät, zum Sterben. Aber jetzt, es hat doch eben Hunderttausende von Leuten, die uns kennen und die von sehr weit her kommen, weil sie wissen, dass sie Hilfe bekommen. Und also, dass wir nicht zuerst fragen, kannst du zahlen und dann wirst du angenommen. Also sie gehen quasi auch früher Hilfe holen, weil man das wirklich kennt. Und damit verbessert sich die ganze Situation. Können wir wissen Sie, das macht so Bouche à oreille, wie man sagt auf Französisch. Mhm. Oder das geht sehr schnell, wie ein Buschlauf. Mhm. Genau, ein Buschfeuer. Dass man, dort gibt es einen Ort. Zuerst hat man gesagt, die Weiss, geh in die Weiss, in den Slum. Die tut euch helfen und das geht wahnsinnig schnell. Aber Patienten müssen bei Ihnen eigentlich auch zahlen, was? Also wir fragen einfach, dass Patienten, ganz nicht Patienten im Spital, die sind gratis, werden gratis behandelt. Aber Leute, die sich kommen, gucken, die einen Malariaanfall haben oder die sonst irgendein Problem haben, da fragen wir immer die Mutter fragen oder die Frau fragen, kannst du ein bisschen etwas beizahlen. Es gibt mehr Wert für dich. Ja. Und es ist auch für die Würde, für ihre Würde ist es besser, wenn sie, und wenn es nur 50 Rappen sind, für 10 oder 12 Franken, für sie ist es wichtig, dass sie mitzahlen dürfen. Aber die Leute, die nichts haben, natürlich werden die gratis behandelt. Ja. Natürlich. Jetzt sind Sie ja extrem viel mit dem Tod konfrontiert. Sie haben ganz viele Menschen sterben gesehen. Hat das Ihre Einstellung zum Tod auch verändert? Ja. Wie? Fest. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Mhm. Weil ich durfte ganz, ganz, ganz einen Haufen Sterbebegleitungen machen und habe gemerkt, dass wenn ein Mensch gut begleitet wird und wenn er noch darf, Sachen machen, bevor er stirbt, die ihm wichtig sind, dass er dann in Frieden und in Ruhe kann sterben. Mhm. Dass ein Mensch, der das Leben lebt, bevor er muss sterben, ruhig darf sterben. Und dass unsere Patienten, die krank sind, dass man ihnen kann die Angst wegnehmen, dass man ihnen helfen kann, dass man ihnen Vertrauen geben kann. Es wird besser werden für dich. Dein Leiden ist fertig. Du kommst gerade dort hoch. Es kann für dich ja nur noch besser werden. Und ich sage immer, die Letzten werden die Ersten sein. Weil die Leute, die haben so ein schwieriges Leben gehabt und sind jetzt am Sterben und haben Vertrauen. Und wenn man ihnen die Angst wegnehmen kann, Und bei ihnen sie vor allem, sie begleiten, nicht schauen, nicht sehen, wie es sterben, sondern begleiten beim Sterben. Kommt es mehr darauf an, was sie sagen, oder ist es auch die Nähe, die sie ihnen geben? Es kommt sehr viel darauf an, zuerst einmal hören. Was willst du mir noch mitteilen? Was muss ich noch wissen? Was kann ich noch machen für dich, wenn mir jemand fragt, bin ich am Sterben? Dann sage ich nicht, nein, weißt, das ist jetzt nur so ein schlechter Tag heute, das geht am Morgen schon wieder besser, wie man es so macht in Afrika. Dann sage ich, tu mir das sagen. Wie fühlst du das? Was fühlst du? Willst du mir sagen, kann ich etwas machen für dich? Mhm. Wie kann ich dir helfen? Und dann gibt es einen Dialog. Und viele, viele Leute, die können noch sehr, sehr lange leben und noch sehr viele Wünsche haben, die sie noch mühen. Ich gehe meine Mutter holen, ich muss ihr sagen, sie soll mir etwas verzeihen. Ich gehe mein Kind holen, ich muss noch mal sehen. Noch viel, viel Sachen machen vor dem Tod. Und dann, wenn sie mal ins Koma fallen, begleiten, dann festheben. Also,
gehen lassen. Yeah. Immer wieder sagen, du darfst gehen, aber du bist nicht allein, wir sind da. Mhm. Und dann beten wir, dann singen. Was spüren Sie in dem Moment, wenn ein Mensch Gott geht? Neben mir zu. Gott neben Ihnen zu? Ja. Also, wo mir Kraft gibt. Weil ganz am Anfang habe ich selber geprägt, als ich das angefangen habe, machen, die Sterbebegleitung. Habe ich geprägt. Ich habe gesagt, das ist doch nicht normal. Das Kind darf doch jetzt nicht sterben. Und prägen und prägen und prägen. Und habe gesehen, dass der Mensch noch mehr erschreckt ist, noch mehr Angst hat. Ja, wieso prägen sie jetzt? Und dann habe ich gelernt, dass man muss Kraft haben, dass man muss Liebe können ausstrahlen, dass man können muss vertrauen geben, dass man darf sagen, du kommst an einen Ort, wo es dir gut geht. Und ich sage immer, ich kann den lieben Gott auf der anderen Seite, wo mir die Kraft gibt, dass ich kann lächeln. Wir werfen jetzt aber noch mal einen Blick an die Elfenbeinküste. Der Entscheid, ihr Projekt der eigenen Familie vorangestellt zu haben, beschäftigt Lottila Truss bis zum heutigen Tag. Sie fühlt sich schuldig, ihrem Mann und ihren Kindern gegenüber, die sehr unter der Trennung litten. Doch die Berufung war stärker. Ich war in meinem Herzen glücklich wegen meiner Familie, aber meine Seele, die Seele, die niemand finden kann, die überhaupt kein Radiologe, kein Arzt, niemand kann die finden. Das existiert ja manchmal für bestimmte Leute überhaupt nicht. Ist ja nur so blödes Blabla-Zeugs, oder? Die Seele. Wenn du die mal anfängst zu spüren, die Seele, und dann wird die voll und voll und voll und voll und dann läuft die über. Und dann ist es zu spät für alles andere. Seit seiner Pensionierung hilft Lottila Trussmann Assis im Zentrum der Hoffnung aktiv mit. Er kümmert sich vor allem um die Bauarbeiten und Finanzen. Im Nachhinein denkt er, dass die Kinder und er durch die Verwirklichung von Lottis Traum in menschlicher Hinsicht dazugelernt haben. Für mich ist das Wort Liebe Nächstenliebe. Die Liebe, die man für Menschen spürt, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat. Die für uns Fremde sind, die von einem anderen Land sind, die stinken, die aussehen, die leiden. Die nächste Liebe ist die wichtigste Liebe. Es ist 6 Uhr abends. Das Ambulatorium hat seine Tore geschlossen. Lottila Truss kann sich nun den AIDS-Kranken im Spital widmen. Alors le premier chapitre. Das erste Kapitel handelt von der Liebe. Jeden Abend liest Madame Lotti Sylvie eine Geschichte vor. Die ehemalige Angestellte des Zentrums der Hoffnung ist seit 8 Jahren Tetraplegikerin wegen multipler Sklerose. Madame Lotti sagt, für mich ist Sylvie eine Auserwählte. Wie könnte sie sonst während den 8 Jahren bei uns als Tetraplegikerin leben, ohne ein einziges Mal zu klagen? Nie ein hassvoller Blick, nie eine verärgerte Miene. Nie. Immer dieses Licht. Sie verkörpert den Glauben. Sie verkörpert die Freude. Sylvie ist ein Licht. Lottila Truss, wie ist das eigentlich an der Elfenbeinküste? Dort die Regierung quasi Sie auch unterstützen? Nein. Wir sind eine private NGO. Ja. Und nein, wir bekommen keine Hilfe von der Regierung. Und Sie sind auch nie schauen, was Sie machen? Wir können bei dir kontrollieren, ob es Kleber am Boden liegt. Aber nein. Sie lassen uns in Ruhe. Ja, aber dort, wo Sie haben müssen gehen, wo Sie haben müssen räumen, sind Sie wahrscheinlich schnell dran. Nachher, zum uns die Erlaubnis geben, wieder neu aufzumachen. Ja, dort sind sie dann schon gekommen und sind streng gewesen und haben ein bisschen blöd tun, aber das sind wir uns gewöhnt. Ich glaube, nach 20 Jahren ist das nicht mehr so schlimm. Am Anfang hat mich das schaurig betroffen. Yeah. Da hatte ich richtig Angst gehabt. Ja, kann Fehler machen und ja, nichts. Und jetzt sage ich, ich habe 20 Jahre Experience auf meinen Schultern. 20 Jahre die Erlaubnis, dort nicht zu werken. Jetzt kann man mir nicht mehr viel antun. Jetzt für Ihre Kinder, das war auch nicht ganz so einfach, wenn die Mami immer weg ist. Die sind jetzt erwachsen. Wenn sie zurückschauen, wie ist das für sie? Ja, das war schwierig für die Kinder. Vor allem für Sarah. Die war ja erst 9 Jahre alt, als ich dann entschieden habe, teilweise in der Elfenbeinküste zu bleiben. Das ist die Jüngste? Die Jüngste, ja. Mhm. Und
Der Selim hat mir 2 Jahre lang sehr nicht mehr geschwätzt mit mir, weil er hat gesagt, weißt, meinem Ältesten, mir hast du 19 Jahre Liebe gegeben und Sarah, tust du das jetzt vorenthalten? Und das kann ich nicht begreifen. Und Sonja, die Mittel ist zwischen ihnen und hat probiert, so gut wie möglich ein bisschen Hausmütterli spielen und ein bisschen grosse Schwester spielen und es ist, und auch für meinen Mann ist es schwierig. Aber heute, Zeit, wenn Sie zurückschauen, können Sie sagen, Sie haben auch trotzdem etwas gelernt daraus? Ganz sicher, ja. Ganz sicher, ja. Sarah will jetzt mit uns mitmachen in der Stiftung. Die Kleinste, was, oder die Jüngste? Ja, die am meisten gelitten hat, oder? Ja. Wo wirklich in ihrer Haut und ihr Fleisch gespürt hat, um was das geht, das Projekt. Mhm. Und Sonja und Selim, nein, die sind jetzt wirklich auch Väter geworden, Mütter geworden, sehen das anders. Mhm. Nicht nur mein eigenes Kind darf leben. Ich verstehe jetzt meine Mami, wieso dass sie so um andere Kinder kämpft, auch wenn es um Fremde sind. Mhm. Dass ich andere Kinder genauso liebe wie meine eigenen Kinder, haben sie sich daran gewöhnen. Aber wir haben wirklich ein sehr schönes Verhältnis jetzt alle miteinander. Ja. Jetzt Berührungsängste, das haben sie nicht, das haben wir hier gesehen, das ist wunderbar. Aber sie haben sich auch angesteckt, sie haben Lungentuberkulose gekriegt, das ist also kein Spaziergang. Nein. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut. Ja. Also sind Sie beschwerdefrei? Meine Lunge hat gelitten. Ja. Oder? Ich habe zum Beispiel nur noch 35% Lungenvolumen. Ja. Ich kann nicht mehr so rumrennen, wie wenn ich 20 wäre, aber das macht nichts. Ja. Und es hat auch sein Gute, weil dann habe ich mal endlich verstanden, wie man sich fühlt, wenn man Tuberkulose hat. Und wenn man krank ist, auch richtig. Ja. Oder? Ja. Gehen Sie jetzt mit einem Mundschutz quasi durch die Gegend? Nein. Es ist immer noch genau gleich wie vorher. Jetzt habe ich sie wahrscheinlich ein bisschen immun. Kräfte bekommen durch die Tuberkulose, oder? Und bin vielleicht ein bisschen geschützt, aber nein, ich kann mir das nicht vorstellen, mit Leuten umzugehen mit einem Mundschutz. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ist, wenn sie es einmal nicht mehr gibt? Haben sie die Nachfolge? Dann gibt es jemand anderes. Das haben Sie schon geregelt? Nein. Da wird jemand kommen, der das Projekt übernimmt? Ja. Da sind Sie. Da bin ich total überzeugt. Da mache ich ganz zu vertrauen. Wie machen Sie das eigentlich? Wie viel Geld brauchen Sie pro Jahr für das Ganze? Pro Jahr? Mhm. Also ich brauche 100'000 Franken im Monat. Pro Monat? Ja. Schon wegen unseren 80 Angestellten. Die haben sehr einen guten Lohn. Und dann natürlich auch alle die Versicherungen, oder, die wir mühen auf dem Staat, Steuerversicherungen und so weiter. Ja. Vielleicht zum Schluss noch, was ist der nächste Traum, der nächste Schritt? Einen Traum habe ich eigentlich keine mehr. Ich glaube, ich kann alle meine Träume dürfen realisieren. Der nächste Schritt, oder der Schritt, den ich schon seit langem gehe, ist am Schweizer Volk Danke sagen. Danke für alles zusammen. Die Leute, Sie haben mich sehr berührt und ich danke Ihnen, dass Sie bei uns in der Sendung gesehen sind. Danke. Und für uns alle steht Weihnacht vor der Tür und da sage ich Ihnen, haben Sie schön und Ade miteinander. Es gibt Situationen im Leben, wo man das Gefühl hat, alles sei verloren und nur ein Wunder kann noch helfen. Wir sind solchen Krankengeschichten nachgegangen. Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violje, mehr als Labormedizin.